Ich habe meine Brust um 3 Größen vergrößert, aber jetzt hängen sie. Und meine prallen Lippen wurden immer dünner. Und mein Hintern, in den ich pfundweise Fett spritzen ließ, verwandelte sich in Zellulite. Meine Liebe zum Geld hat mich hässlich gemacht. Aber ich war nicht immer so. Ich wurde in einer armen Familie geboren und träumte seit meiner Kindheit davon, reich zu sein. Mein einziger Vorteil war Schönheit. Und ein naiver, reicher Mann half mir, das zu nutzen. Oh, unberührte, pure Schönheit. Du erinnerst mich an meine erste Liebe. Bleib bei mir und ich werde dein Leben in ein Märchen verwandeln. Richard war gut aussehend, intelligent und aufrichtig. Und sein Reichtum war das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Richard brachte mich in seine herrschaftliche Villa und machte mich bald mit seiner wohlhabenden Umgebung bekannt, in der ich schnell eine Freundin gefunden habe, Samantha. Eines Tages lud sie uns zu einem gesellschaftlichen Anlass ein. Ich trug mein bestes Kleid und hatte über ein Jahr lang drauf gespart. Aber Samantha hat mein Aussehen scharf verurteilt. Sag mal, der Lappen, den du da trägst, ist ja aus dem Secondhand-Geschäft. Alle reichen Leute lachten mich aus. Und da begriff ich, dass ich nicht nur in ihre Gesellschaft hineinpassen möchte, sondern auch Samantha und alle anderen übertreffen wollte. Es war mir peinlich, Richard um Geld zu bitten, aber ich möchte für dich die Allerschönste dieser Welt sein. Gibst du mir das Geld, um ein bisschen zu shoppen? Ich hab dir doch versprochen, dass ich dein Leben zu einem Märchen verwandeln werde. Also verzichte auf nichts. Auf dem Weg zur nächsten Versammlung war ich mir sicher, dass ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen würde. Das ist ein tolles Kleid. Aber es sieht nicht besonders gut aus ohne eine Diamantenkette wie meine. Trotz meiner Bemühungen redeten alle wieder über Samantha. Beim zweiten Mal war es einfacher, Richard um Geld zu bitten. Natürlich, Schatz. Ich möchte, dass du die Glücklichste bist. Also kaufte ich eine viel schönere Halskette als die von Samantha und ging auf die nächste Party der reichen Leute. Im vollen Vertrauen darauf, dass ich die Beste sein würde. Oh, die Operation hat ein Vermögen gekostet. Aber meiner Meinung nach hat es sich gelohnt. Ihre gemachten Brüste lenken die Aufmerksamkeit schnell von meiner Diamantenkette ab. Das hat mich so wütend gemacht, dass ich beschloss, nicht mehr kleinlich zu sein. Zum dritten Mal habe ich Richard nicht gefragt. Ich nahm einfach seine Karte und ging zum plastischen Chirurgen. Ich habe mich nicht auf den Brustbereich beschränkt. Ich habe mir mit Implantaten die Lippen und den Hintern vergrößern lassen, um all diese reichen, hochnäsigen Frauen ein für alle Mal zu besiegen. Als ich nach Hause zurückkehrte, sprach Richard etwas von innerer Schönheit und dass er nicht in der Lage sein würde, zur nächsten Party zu gehen. Aber ich habe kaum zugehört, denn alles, woran ich denken konnte, war, von der oberen Gesellschaft anerkannt zu werden. Wow, Schatz, du siehst wunderschön aus. Zum ersten Mal wurde nur über mich gesprochen. Und ich fühlte mich endlich wie eine Königin. Bei einer Gelegenheit zog mich Samantha zur Seite. Findest du nicht, dass du jetzt ein bisschen zu teuer für Richard aussiehst? Männer sind ein Werkzeug, um heiße Mädels wie uns zu fördern. Simon ist an dir interessiert. Und ist 5-mal reicher als Richard. Ich würde diesen Sugar Daddy für mich selbst nehmen, aber er will ja nur dich. Geh in sein Zimmer und du wirst nichts mehr benötigen. Samantha hatte recht.
Richard war nur meine Geldbörse. Also zögerte ich nicht, in Simons Zimmer zu gehen. Ich habe dich für deine Keuschheit geliebt. Aber jeden Tag siehst du immer mehr aus wie diese unechten Puppen. Ich habe meinen Freund Simon gebeten, dich zu überprüfen. Ich hoffe, du hast das bekommen, was du wolltest. Auf Wiedersehen. Gerüchte über mich verbreiteten sich mit Lichtgeschwindigkeit. Und niemand aus der oberen Gesellschaft wollte etwas mit mir zu tun haben. Nicht einmal meine Freundin Samantha. Ohne Richards Geld könnte ich meine Schönheit nicht mehr behalten. Meine Lippen waren schlaff, meine Brüste hingen. Und mein Hintern war mit Zellulite übersät. Ich hatte also nicht nur nichts erreicht, sondern auch das Einzige verloren, was ich hatte. Meine Schönheit. Die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, verändern uns. Sei vorsichtig, was du wählst. Denn die Wahl falscher Werte verändert uns zum Schlechteren.